Ja, hallo liebe Imkerfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal speziell auf einen Zuschauerwunsch eingehen. Und zwar handelt das heutige Video von den sogenannten Clintworter Begattungskästchen, die einige von euch vielleicht aus den mehrteiligen Filmen über die Heideimkerei der Familie Clintwort aus den 90er Jahren meiner Meinung nach kennen. Und ich habe auch einige Exemplare davon. Zwei möchten wir heute mal füllen gemeinsam. Kurz was zum Kästchen an sich. Es ist ein reines Stabilbaukästchen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das genau erkennen kann, aber ich habe hier mal ganz zu Beginn unten ein schwappflüssiges Wachs reingekippt und dann Anfangsstreifen draufgeklebt. Und mittlerweile mache ich es aber so, dass wenn ich im Herbst die Kästchen ausräume und putze, dass ich einfach so ein Stück stehen lasse. Hier sieht man noch ein bisschen die alte Mittelwand, die da mal war. Aber mittlerweile lasse ich eigentlich immer so ein Stück alte Wabe stehen. Da bauen die Bienen dann wunderbar dran los. Im Inneren des Kästchens haben wir hier hinten eine Futterkammer und hier vorne einen Bereich mit Lüftungsgitter, damit die Bienen während der Lagerung im Keller, während der Kellerhaft nicht verbrausen. Vorne eine ganz normale Fluglochdrehscheibe, gibt es ja in verschiedenen Varianten. So, dann nochmal etwas zu den Abmessungen. Also in dem Buch Aufzucht und Verwendung von Königinnen von den Autoren Tiesler und Englert, da wird auch dieses Kästchen mal kurz behandelt, dort allerdings Zeller-Pitcher genannt. Und da steht auch eine kleine Bauanleitung dazu. Aber im Wesentlichen ist es so, wir haben hier als Innenmaß so ungefähr 10,5 cm. Und als Höhe des Kästchens haben wir ungefähr 12 cm. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Varianten. Das sieht ein bisschen größer aus als das, liegt aber nur an der Materialstärke. Die Innenmaße sind exakt die gleichen. Und die Innenmaße, gerade von diesem Deckel hier, sind auch vergleichsweise wichtig. Man kann die nicht wahllos wählen, weil es müssen im Prinzip ziemlich sauber diese drei Waben reinpassen. Sonst hat man am Ende nur Ärger, wenn da irgendwo noch eine halbe vierte Wabe entsteht oder sowas. Also die Abmessungen sind so als grobe Richtwerte. Ob das nun 10,5 oder 11 cm, das spielt meiner Meinung nach auch keine Rolle. Aber so in grober Richtung sollte das schon passen. Wie gesagt, hier hinten haben wir die kleine Futterkammer. Da packen wir jetzt mal etwas Futterteig rein. Ich verwende gerade in diesen Kästchen gerne das Apifonda, was in diesen 2,5 Kilo Paketen angeboten wird. Wenn man da nämlich zwei Lagen voll übereinander hier reinstellt, dann hat man oben immer noch die Folie. Das heißt, wenn ich nachher die nass gesprühten Bienen mit der Schöpfkelle reinhaue, kleben die nicht am Futterteig fest und der Teig trocknet auch nicht aus und die Feuchtigkeit aus dem Teig zieht nicht so sehr in das Holz. So, auch in dem Kästchen hier sind jetzt die zwei Lagen Futterteig drin. Ich werde mich jetzt mal mit einem Eimerchen und der Sprühflasche an ein Bienenvolk begeben und mal von Brutwaben die benötigte Menge Jungbienen abfegen. Wenn wir die dann wieder hier gemeinsam reingeben, schalte ich die Kamera wieder an.
So, ich habe jetzt hier ein paar Jungbienen zusammengesackt. Bisschen nass gesprüht, nicht klatschnass, wir wollen sie ja nicht ersäufen. Und ich gebe die Bienen immer möglichst in die vordere Kammer, wo das Lüftungsgitter ist, und eben nicht hinten auf den Futterteig, damit da nichts kleben bleibt. Diese Auflagehölzchen hier oben sind im Prinzip dafür da, wenn man die Kästchen stapelt, dass das noch unterlüftet ist. So, mit den übrigen Bienen werde ich jetzt noch schnell ein Kielerbegattungskästchen füllen. Wenn man die jetzt noch auf dem Tisch hier stehen lässt, ruhig ein Klötzchen drunter, dass wie gesagt die Lüftungsfläche frei ist, weil die paar Löchlein hier vorne in der Fluglochscheibe, die bringst du ja nun wirklich nicht. So, ich hole jetzt mal die Königinnen. Die Königinnen sind vor ca. 24 Stunden geschlüpft und ich habe denen dann zwei, drei Begleitbienen mit reingegeben, nachdem ich sie gezeichnet habe. Ich hoffe, man kann das erkennen. Also ich mache immer in die abgebrochene Weiselzelle ein kleines Krümelchen weichen Futterteig. So ins Dunkle laufen die Königinnen eigentlich immer selber recht freiwillig und ich tunke die jetzt auch nicht vorher in irgendeine Honigwasserlösung, wie es manche Imker machen. Hab das noch nie gemacht, wüsste auch nicht wieso. Annahme ist trotzdem super gut bei mir immer. Hauptsache die Bienen sind ein bisschen nass und ein bisschen träge, weil was nützt es mir, wenn ich die Königin nass und klebrig mache und träge? Die muss ich ja im Zweifelsfall verteidigen. Denn die wird ja nun kaum losgehen und die Bienen in dem Kästchen abmurksen, sondern wenn, dann ja andersrum. Und da muss ja die Königin die Wendige sein, die im Notfall sie erstmal ein bisschen wehren kann. Und deswegen, ich mache die nie vorher nass. Einfach so rein. Klappt immer. Jo, beim Kieler Begattungskästchen mache ich das jetzt noch genauso und dann kommen alle Kästchen erstmal für ca. 5 Tage in den Keller. Genug Futter haben sie, genug Luftzirkulation, auch durch dieses kleine Löchlein hier funktioniert wunderbar. Ich habe die Kästchen schon mehrere Jahre im Einsatz, das reicht tatsächlich aus. Und dann stelle ich sie zur Begattung auf und ich sag mal, die brauchen circa 7 Tage, bis die Königinnen selbst geschlechtsreif sind und auf Hochzeitsflug fliegen. Und dann dauert es ja noch mal ein paar Tage, bis die Eilage beginnt. Und so richtig viel kann man in diesen Kästchen ja nicht sehen, wegen Stabilbau.
aber in circa 2 bis 3 Wochen sollte man da schon einen ordentlichen Fortschritt sehen. Und dann schalte ich euch mit der Kamera wieder dazu. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.